Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es kam lange kein längeres Video, aber heute kommt dafür ein Knaller-Video. Es wird super. Wir spielen 9 Löcher mit der T-Flip-Challenge. Falls ihr nicht wisst, wie das geht. Wir spielen quasi Scramble und dann flippen wir ein Tee. Und immer, wo die Spitze des Tees hinzeigt, den Ball müssen wir weiterspielen. Ist ziemlich selbsterklärend, werdet ihr dann auch im Laufe sehen. Jo Leute, wir sind hier mal wieder in Holm. Hier haben wir das erste Par 4. Wir spielen heute eine T-Flip-Challenge, wie eben schon erwähnt. Und wir haben als erstes ein 360 Meter Par 4. Und da haue ich jetzt erstmal einen Drive zwischen die Bäume. Let's go! Was? Wir hatten auf jeden Fall Glück bei dem T-Flip, das ist sehr nice. 141 Meter, kleiner Fade um die Bäume, sollte auf jeden Fall eine 8 oder eine 7 werden. Hoffentlich treffen wir beide das Grün und kriegen den besseren Ball. Da hoffen wir mal auf einen guten T-Flip, ne? So, wir hoffen jetzt mal auf einen guten T-Flip, weil ich habe einen schönen Topper gehauen. Und der andere Ball liegt schön auf dem Grün, den können wir gut einlochen. Ja! Das hier könnte jetzt eine gute Birdie-Chance werden. 4,5 Meter, kleiner links nach rechts Break. Oh, come on, get in. Der ist auf jeden Fall ein Gimme, aber den muss ich erstmal auch so nah dran machen. So, wir machen jetzt keinen T-Flip, weil beide ja eh ein Gimme wären, aber wir lochen den noch einmal kurz ein hier. Sehr schön. So, hier die 2 ist jetzt ein bisschen kürzer gesteckt, ist glaube ich 90 Meter, sonst 150, wie man auch dort gut sehen kann. Denn es werden auf ein paar Löchern auf diesem Platz die Abschläge neu gebaut, deswegen sind halt die Abschläge weiter vorne gesteckt. Nur, dass ihr es versteht. Loch 2, 95 Meter, das ist ein schön lockeres Gap Wedge. Und den lochen wir jetzt erstmal schön ein. Let's go. Bisschen weit. Go, oder? Yes. Dann nehmen wir wohl meinen. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall jetzt ein sehr, sehr wichtiger T-Flip. Hoffentlich kriegen wir mich, dann haben wir ein paar. Falls wir Jack kriegen, halt dann Bogey. Das wäre sehr schade, nach 2 Löchern schon. Toll. Das bist du. Leider sind wir jetzt 1 über nach 2, aber wir werden auf jeden Fall jetzt einen Birdie spielen. Schönes Par 4, einfach down the middle, ein Driver. Also, der ist ein ganz bisschen rechts, würde ich mal sagen. Weil ich denke, den kann man sogar finden. Ja, sehr schön. 117 Meter noch bis zur Fahne. Wegen der Temperaturen wird's knapp, aber wir nehmen einfach mal ein schönes Pitching Wedge und holen den mal kurz ein.
ganz bisschen kurz. Go right. Ja, links im Bunker. Ja. Ist nicht schlecht. Leider hatten wir jetzt großes Pech bei diesem Tieflip, aber den kann man putten und hoffentlich wird es ja vielleicht mit Glück ein Birdie und mit Pech ein Paar. Go. Kein schlechter Putt. Ja, das ist ein Gimme, denke ich mal. Oh, der ist ein bisschen zu kurz. Egal. Der ist viel zu lang, oder? Ja. Beide Gimmis, schönes Paar. Jetzt gehen wir zum sechsten Loch. Wir haben gerade ein schönes Paar gespielt. Ein über nach fünf. Und jetzt kommt auf jeden Fall ein sehr schwieriges Loch. Schwierigstes Loch auf dem Platz. Mal sehen, ob wir ein Paar oder ein Birdie spielen. Scheiße. An den Baum. Alright. Es juckt gar nicht. Wir liegen beide genau gleich. Sid, ich glaube, der ist nicht im Wasser. Oh. Wir haben jetzt hier keinen Tieflip gemacht, weil ich lag da und Jack liegt da. Also haben wir einfach, wir lagen in einer Schlägerlänge, also haben wir einfach sein genommen. 118, kleiner Wind von rechts, schönes volles Pitching Wedge, mal sehen, ob wir da hinkommen. Sehr schön, der ist gut. Bisschen kurz, egal. Go right. Nicht schlimm, links auf dem Grün. So, der Tieflip ist hier jetzt. Mein Ball, das heißt von hier nach da mit ziemlich schwerem Break. Naja, egal. Komm rum. Ja, ein bisschen kurz. Okay, da müssen wir keinen Tieflip machen. Wir putten einfach beide von da. Ja, sehr schön. Schön. Wir waren gerade an der 7
haben jetzt mal ein schönes Paar noch mal rausgepfeffert. Und jetzt können wir noch mal diese zwei Paar Fünfs, die jetzt noch mal anstehen, hier zwei schöne Paars, vielleicht auch noch mal ein Birdie spielen. Das wäre natürlich sehr gut. Und jetzt haut der liebe Johnny mal hier einen geilen Drive raus. Oh, der ist sehr schön. Sehr nice. Sei. Ja, beide. Ah ne, der ist besser als meiner. Beide exakt gleich. Das hier waren unsere Drives, das ist der erste auf jeden Fall hier. Ja, da. Und beide liegen hinterm Bunker, das ist sehr gut, weil das ist ein paar fünf. Und da kann man jetzt schön über die Bäume schlagen. Und vielleicht können wir da nochmal ein geiles Birdie jetzt hier spielen. So. Sieht so aus, als würden wir meinen nehmen. Ist sowieso besser. Auf dem Fairway. Sit. Ich glaube, der ist... Sit. Ja, der ist sehr schön. Der war stark. Ja, ich sollte lieber vom Boden. Als nächstes haben wir jetzt ein sehr schönes Paar 5. Kann man sogar reachen mit dem zweiten. Und nach unserem Birdie gerade liegen wir jetzt even Paar nach 8. Letztes Loch für heute, der Tieflip Challenge. Und ja. Oh, for left. Schade. Also, wir sind jetzt hier mit dem ersten. Das ist ja zum Glück ein paar fünf, aber wir haben leider beide ein bisschen verkackt bei den Schlägen. Aber man kann jetzt auf jeden Fall noch ein schönes Paar spielen, wenn man hier jetzt ein gutes Holz haut. Läuft. Sehr schön. Oh, go right. Nicht schlimm, links auf dem Grün. So, wir machen jetzt keinen Tieflip, weil beide ja eh ein Gimmi wären, aber wir lochen den noch einmal kurz ein hier. Sehr schön.